Musi im Schnee. Unter diesem Motto traf man sich am vergangenen Wochenende auf der Riesenalm, um über 3 Tage hinweg die Edelseer auf ihrer 30 Jahre Jubiläumstour hautnah zu erleben. Ja, das ist das 7. Edelseer-Fan-Ski-Wochenende. Früher haben wir einen Riesenlauf dabei gehabt, jetzt haben wir schon ein bisschen abgewandelt zum Zipfelbobbahn, natürlich mit den Ski auch. Und das ist ein ganzes Wochenend-Package, wo man sagt, 3 Tage Skifahren, 2 Tage schlafen. Dann haben wir gestern am Abend am Hochsitz oben eine mega geile Hüttengaudi gehabt, exklusiv nur für die Teilnehmer da. Eben jetzt dann das Zipfelbobrennen oder den Parallelslalom. Und dann geht es noch weiter am Abend mit der großen Après-Ski-Party in der Bahnhofhalle in Dorheim unten. Auf der Riesenalm wartete man mit einem attraktiven Programm für Ski- und Nicht-Skifahrer auf. Los ging es bereits am Freitag, wo man einen exklusiven Hüttenabend mit den Edelseern am Hochsitz am Berg verbrachte. Doch auch am Samstag und Sonntag war einiges geboten. Darauf freuten sich natürlich auch die Edelseer selbst. Auf der Riesenalm ist immer super. Im schönen Einstal herum ist aber gar nicht wie bei uns in der Oststeiermark. Wir kennen das Weiß noch nicht so gut, aber es ist seit Jahren, bis auf die kurze Corona-Pause, haben wir eigentlich das seit vielen Jahren. Und das ist ein richtig gemütliches Wochenende. Immer im Jänner kommen verdammt viele Leute. Heute haben wir Spaß gehabt auf der Skipisten mit dem Zipfelbob und auch mit den Ski. Und es ist eigentlich wirklich ein Zusammenkommen. Zeit haben mit den Leuten. Wir feiern 30 Jahre und die Riesenalm ist seit vielen Jahren ein unglaublicher Partner. Wir kommen gerne rauf. Ja, außer dass ich mich auf die Fans und die Freunde freue. Natürlich die Riesenalm fürs Skifahren, ein Top-Geheimtipp. Taugt mir immer, ich fahre auch privat da gern Skifahren her. Also die super Pisten, die super Mentalität für die Leute da. Und ja, natürlich die Après-Ski-Party, die legendäre mit Edelseer und Freunde und Fans ist natürlich ist eine wunderbare Sache, weil man sich das ganze Jahr drauf freut. Absolut. Heiß her ging es beim Parallelslalom und dem Zipfelbobrennen am Samstagvormittag. Dort konnte man sich im freundschaftlichen Wettstreit messen und im Anschluss bei Glühwein und Co. das Rennen analysieren. Denn oft entschieden lediglich wenige Hundertstel über Sieg und Niederlage. Die Stimmung ist aber ein Hoch, jedes Mal ein Hoch und das Rennen ist, diesmal haben wir keine Zeiten angesagt, weil es immer spannend ist bei der Siegerehrung dann. Es ist wirklich ein Hundertstel-Krimi geworden, muss ich sagen. Und Sieger ist ein Mann dieses Mal und bei den Frauen ganz knapp dabei, aber heuer haben sie mal nicht die Nase vorn wie in den letzten Jahren. Für die Fans der Edelseer war Musi im Schnee auf der Riesenalm natürlich ein Muss. Eines der Highlights des Wochenendes war für sie zweifelsohne die große Après-Ski-Party am Samstagabend in der Talstationshalle, wo die Edelseer für unvergleichliche Stimmung sorgten. Ich möchte schon fast sagen, das muss man mal erlebt haben. Also erstens mal das Skigebiet hier familiär, ganz, ganz besonders auch für Familien. Ein Skigebiet, wo man einfach noch, wie soll ich sagen, die Winterwelt und die Bergwelt ganz neu entdecken kann, traditionell und natürlich dann die tolle Betreuung. Das Team hier, unglaublich, wie die sich Mühe geben für die Gäste. Paket dazu, Musik, was will man mehr? Also insgesamt ist es ein Wochenende, ich kann es nur jedem empfehlen, es ist ein Erlebnis. Ich finde es sehr gut und möchte hoffen, dass das immer dann da weitergemacht wird, jedes Jahr. Weil das ist wirklich was ganz was traumhaft, was die Edelseer da aufgebaut haben. Und das soll da bleiben. Ja, ich bin schon sehr lange eigentlich ein Edelseer-Fan, weil ich habe ein Kaffeehaus. Das ist das Café Eurotreff im Euromarkt. Und da waren die Edelseer mit 16, 17, 18 Jahren schon bei mir. Und vor ein paar Jahren sind wir wieder zusammengekommen. Und von da an ist eine tolle Freundschaft entstanden. Ja, ich freue mich auf eine geile Après-Ski-Party von den Edelseer. Die 3 Tage Musi im Schnee ließ man am Sonntag gemütlich ausklingen. Was der Winter auf der Riesenalm dieses Jahr sonst noch so bereithält, weiß Geschäftsführer Erwin Petz.
Ja, es geht dann gleich Schlag auf Schlag weiter. Da haben wir die jungen Baldauer am Gipfel um, eine richtige Gipfelparty mit Schneebar. Das ist immer eine Megastimmung, die sind auch schon sicher fünfte, sechste Mal da. Dann eine Woche später haben wir die Bauchbeckbradler, die machen einen Fenschi-Tag mit Ernig Leid und die spielen auf. Und dann am 18. März haben wir den Gipfel der Volksmusik, auch mit Fenschi-Tag. Das ist ganz was Traditionelles, das haben wir auch schon seit 10 Jahren. Da kommen einfach Leute, die was spielen können. Jeder, der was zwei Stücke spielen kann, ist eingeladen zum Skitag. Da sind die besten Gruppen da und heuer eben die Fans dazu. In diesem Sinne kann man sich bereits jetzt schon auf viele weitere Highlights wie die Veranstaltung Musi im Schnee auf der Riesenalm freuen. Musik an,